Smarta und ihre magische Tasche. Ich bin Smarta. Das ist mein Hund Spotty. Wir fahren heute aufs Land. Was denkst du? Welche Tiere gibt es auf dem Land? Elefanten? Nein. Pinguine? Nein. Kühe? Ja. Ja, genau. Und Pferde, Schweine, Hühner, Schafe und Ziegen. Und noch andere Tiere. Schau mal, Spotty. Das ist ein Bock. Was denkst du? Gehören Böcke und Mutterschafe zur selben Tiersorte? Ja. Sehr gut. Richtig. Ein Bock ist ein männliches Schaf. Ein Mutterschaf, ein weibliches. Das war eine schwierige Frage. Um ehrlich zu sein, ich habe das auch erst vor kurzem gelernt. Schau mal, ein Babyvogel. Vorsichtig, Spotty. Du bist aber süß. Was bist du? Was für eine Art Vogel. Ein langer Hals, wie bei einer Ente. Und ein Schnabel, wie bei einem Huhn. Vielleicht bist du ja ein Huhn. Haha. Wir müssen dich in ein Fundbüro bringen. Ich frage mich, ob es hier in der Nähe ein Fundbüro gibt. Wer könnte das wissen? Navigator, hey! Haha, stimmt! Hey! Ich bin Navigator, hey, bring dich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smarta. Das ist ja ein süßes Truthahnküken. Ein Truthahnküken? Haha, das bist du also. Ein Truthahnküken. Es hat sich verlaufen. Wir müssen es zum Fundbüro bringen. Kannst du uns helfen, bitte? Na klar. Ihr müsst aber nicht ins Fundbüro, sondern auf den Geflügelhof. Und wo ist der Geflügelhof? Um zum Geflügelhof zu gelangen, müsst ihr am Kuhstall vorbei und an der Weggabelung nach rechts gehen. Gleich nach der Windmühle müsst ihr nach links gehen. Dann kommt ihr direkt zum Geflügelhof. Okay, wiederholen wir es. Kuhstall, rechts abbiegen. Windmühle, links abbiegen. Geflügelhof. Falls ich es vergessen sollte, hilfst du mir dann? Ja! Ich glaube, das ist der Kuhstall. Guten Appetit, Kühe. So, hier müssen wir nach rechts gehen.
die Windmühle. Sie sieht aus wie ein großer Riese. Und in welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Nach links oder nach rechts? Nach links. Danke. Wir sind da. Dieses Geschnatter ist ja furchtbar. Ich glaube, sie streiten sich darüber, wer in welchem Haus wohnt. Hab ich das richtig verstanden? Beruhigt euch. Bitte beruhigt euch. Ich weiß, was wir machen. Talki! Привет, hello, hola, bonjour. Im Übersetzen bin ich gut. Ich bin Mr. Talky, das vierte Buch. Sag mir, welches Wort du suchst. Hallo. Hallo, Talky. Wir brauchen deine Hilfe. Wem gehört welches Haus? Hier steht Duck. Das ist Englisch und heißt Ente. Enten, das ist euer Haus. Und hier steht Chicken. Das bedeutet Huhn. Hühner, rein mit euch. Zip, 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 zip. Und Turkey heißt Truthahn. Das ist also dein Haus. Na geh! Danke, Turkey. Du hast uns sehr geholfen. Mir gefällt es auf dem Land. Hier erlebt man tolle Abenteuer. Deshalb hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!